Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. So, wir sind jetzt im Finale des Spiels angekommen, zumindest in der finalen Mission. Ob ich jetzt tatsächlich die gesamte Mission in einen Part packen werde, das steht noch in den Sternen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, hier irgendwo müsste schon der erste. Ja, da ist er. Ist das die Torrance? Okay, krass. Bin ich jetzt hier wieder bei dem Kommunikationscenter angekommen? Fuck you. Nee. Ganz ehrlich. Oder kann ich ordentlich genug um ihn herumlaufen? So, leck mich. Wenn es jetzt keine Möglichkeit gegeben hätte, ich hätte diesen Log oder dieses Terminal in Ruhe gelassen. Definitiv. Gesperrt. Na toll. So, du kannst mich mal. Wenn die Augen von den Viechern leuchten, dann weiß ich ganz genau, die stellen sich nur tot. Da brauche ich gar nicht erst hinlaufen. So, was genau habe ich jetzt für einen Log bekommen? Stabilitätswarnung, automatisches Warnsystem, Störung der Orbitalstabilisatoren beschädigt. Orbitalstabilisatoren, Reserven sind offline. Systeme erwarten Nachricht des Orbitalnotfallkoordinators. Ja. Nicht wirklich hilfreich. So, kann ich hier nochmal speichern? Nur damit ich schon mal die sammelbaren Gegenstände hier am Anfang sicher habe. So, das bedeutet, wir haben jetzt tatsächlich nur noch einen einzigen Ausweis vor uns, was sammelbare Gegenstände angeht. Ich gucke nur noch mal ganz kurz auf den Guide. Alles klar, wunderbar. So wie es aussieht, ist die letzte Ausweiskarte ziemlich leicht zu finden. So, ich habe schon einmal den Guide geschlossen und einen Daumen nach oben natürlich gegeben, weil er mir sehr, sehr geholfen hat bei diesem Durchgang auf schwer, ohne Menschen zu töten, ohne zu sterben. Das war auf jeden Fall bislang eine ziemliche Herausforderung. Allerdings sollte ich den Tag nicht vor dem Abend loben, weil ich ja nach wie vor diese Mission noch schaffen muss, um das alles tatsächlich abzuschließen. Tür verschlossen. Okay, was genau und wo genau? Aktivieren Sie die Leitsysteme. Hier irgendwo? Strom wiederherstellen. Na komm. Vielleicht da unten irgendwo irgendwas? Was sollen denn dort oben für Sachen sein? Hier in der Ecke soll irgendwas sein. Wie? Oder soll ich den Schacht nutzen? Führt doch auch nur dort lang. Du warst aber vorher noch nicht hier. Die Tatsache, dass dieser Schacht überhaupt existiert, gefällt mir auch wieder nicht. So, jetzt mal ehrlich. Was ist jetzt hier wieder vonnöten? Oder muss ich zuerst in eine Ecke? Aha. Das war wahrscheinlich der Fehler. Ich hätte. Ah, Mist. Ich hätte zuerst hier hingehen sollen. So. Okay. Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, Schritte gehört zu haben, aber das war scheinbar nur meine Fantasie. Dieses Mal habe ich aber wirklich den Xenomorph gehört.
Genau vor mir ist doch das, was ich brauche. Ups. Hat's mich gesehen? Manchmal habe ich echt nicht das Gefühl, dass die Musik weiß, was genau sie mir mitteilen möchte. Manchmal macht sie so eine komische Wendung, wenn ihr versteht, was ich meine, als ob sie sagen wollen würde, ja, jetzt gerade ist es eine spannende Situation und jetzt bist du entdeckt worden. Obwohl ich eigentlich immer noch genauso sicher war wie vorher. Ist schon öfter so passiert. Ich möchte doch nur ein bisschen an meiner Tastatur herumklackern. Komm schon. Wenn du tatsächlich Computer benötigen würdest, dann wüsstest du, wie nützlich das wäre und wie gerne... Und du würdest es dann wahrscheinlich auch gerne machen wollen. Na toll, ich dachte, jetzt geht er deshalb so zügig, weil er direkt in einen Lüftungsschacht springt. Natürlich nicht. Komm, einmal hüpfen und springen. Komm schon. Wie wär's mit einer abgeänderten Version von Doris Lied? Einfach springen, springen, springen. Was machen wir? Wir springen, springen, springen. Reicht dem Alien nicht? Tja, Kunstbanause. Selbst ein kleines Liedchen zu trällern besänftigt es in keinster Weise. Komm schon, ich würde gerne aus dem Spind raus hier. Ich fühle mich mittlerweile schon wie in so einem schlechten Highschool-Drama. Wo das Mobbing-Opfer von den Bullies halt in den Schrank gesperrt wird. Wie Strom wiederherstellen? Ernsthaft? Wo? Wo und wie soll ich den Strom wiederherstellen? Eieiei, Alter, wie er direkt runtergeslidet ist, als ob der wüsste, dass ich da drunter krieche. Boah, ey. Shit. So, ich habe jetzt offscreen nach der Möglichkeit gesucht, den Strom wieder einzuschalten und ich habe sie gefunden. Und zwar muss man dafür tatsächlich in die Lüftungsschächte rein. Das mache ich am besten jetzt direkt. So, und da hinten sehen wir schon... eine Zone, die wir vorher, glaube ich, gar nicht betreten konnten, hier unten. So, Dele. Und hier unten, zack, Systeme neu starten. Reicht hoffentlich. Hallo, du Unglücklicher. Ah, hier. Da. Geht doch. Nein. Yes. Okay. Geschafft. Yes. Alle anderen
Okay. Perfekt, Ripley. Fahren Sie jetzt die Andockklemme am Terminal auf. Aktivieren Sie die Andockklemmen. Na super. So, übrigens, hier ist Flammenwerfer, Brennöl, Gedöns. So, da kann ich noch einmal speichern. Sehr schön. Das hat diesmal sogar komplett ohne Alien-Invasion geklappt. Ich wundere mich. So, 414 Flammenwerfer-Munition. Das sollte doch ausreichen, um mir die Viecher so lange vom Hals zu halten, bis ich das durch habe. Nein. Nein. Böser Android. So. Okay, Zubehör, Andockklemme. Bäm. Verlaine, die Andockklemmen sind aktiviert. Okay, gehen Sie jetzt zum oberen Kontrollraum. So, wo ist der obere? Da. Hätte ich mir denken können. Oben natürlich. Schön bedeckt halten. Okay. Unten ist Flammeninferno, also fällt das schon mal flach. Au. Alter. Wie ich jetzt dachte, dass da ein Viech kommt. Wobei, die Tatsache, dass sich die Tür geschlossen hat, bedeutet ja theoretisch, dass da etwas durchgegangen ist. Okay. Ich ein Schwein. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Aha. Ich hoffe, das klappt. Aha. Sevastopol-Initialisierung. Geschafft. So, ich gucke mir mal das Ding an, das ich jetzt freigeschaltet habe. Initialisierung, bla. Ich kann nun bestätigen, dass alle Systeme von Sevastopol funktionsbereit sind. Unser Orbit um KG348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank an das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück. Hope A. Wow, mit so einem Namen. Hope A. Und sie ist scheinbar die Verfasserin des letzten Archivlogs, den ich hier gefunden habe auf der Sevastopol. Denn weitere gibt es laut Guide hier nicht mehr. Nur noch die allerletzte Ausweiskarte. Mehr gibt's schon nicht mehr. Wir haben es fast geschafft, glaube ich. Wir haben es fast geschafft. Ah, Flammenwerfer, Brennöl. Ja, immer her damit. So. Hier möchte ich noch einmal abwarten.
Da ist nichts hinter mir, oder? Gut. Ich habe das Gefühl, ich höre überall diese schleimigen, krass schweren Schritte von den Xenomorphen. Das lässt sich unter den ganzen anderen Geräuschen hier mittlerweile schon gar nicht mehr ausmachen. Okay, ich gucke eben auf die Zeit. Momentchen. Ja, von der Zeit her passt es noch. Wir haben noch ein paar Minuten. Kann sein, dass ich es tatsächlich... Ich wollte schon loslegen. Hätte ich es tun sollen? Zugegeben, hier im Treppenhaus ist das jetzt mehr als scheiße. Ist es überhaupt noch hier? Ich sehe es irgendwie überhaupt nicht mehr. Ups. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ah, im Lüftungsschacht. Also. So, hier runter. Ja. Fuck you. So, ich werde jetzt nach Hause fliegen. Und du wirst mich nicht mehr davon abhalten. Nein, 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 nein. Noch geschafft. Okay, wo lang? Nein! Scheiße! Okay, scheiß drauf. Wird doch abgespeichert. Ella Badge. So. Okay. Wer in dem Anzug ist jetzt ein Facehugger drin? Oh nein. Alien-Schnodder, meine Fresse, ey. Oh. Als ich das schon runtertropfen gesehen habe, ey, unfassbar. Fuck. Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ah, oh, nein. Hat sie einen Facehugger erwischt? Hat sie einen Facehugger erwischt? Ich würde jetzt direkt gucken, ob irgendwo so ein totes Viech rumliegt. Oh, nein. Das hat sich irgendwie danach angehört, oder? Irgendwie so ein... Da ist die letzte Ausweiskarte. Und ich bekomme die Trophäe, die Verschwundenen. Yay. Ohne Scheiß, ist hier irgendwo ein Facehugger in der Nähe? Falls... Sieht nicht so aus. Ich sehe keinen. Also mit anderen Worten, kann sein, dass sie Glück gehabt hat. Entweder das oder der Facehugger ist irgendwo ins Unerkennbare gerutscht. Oh nein, Ripley, bitte nicht.
Patronen. Ach. Aber die Geräusche, die ich in der Schwarzblende gehört habe, die haben es vermuten lassen. Oh nein. Ist sie jetzt etwa im Alien-Nest wieder oder ist das hier ein komplett anderes Alien-Nest? Nein. Vorab. Waren sogar zwei Facehugger. Okay, erkennen die Facehugger, ob bereits jemand mit einem Ei infiziert wurde? Wenn sie nicht in der Lage sind, das zu erkennen. Was war denn das? Pumpgun. Munition. Ich bekomme auffallend viel Pumpgun-Munition. Soll ich die jetzt etwa benutzen? Mhm. Nein! Was? What? What? Come the fuck on! Wo kam das her? Oh, vorigen Speicherpunkt laden. So eine Scheiße. Wir sind kurz davor, das Spiel zu beenden. Ich spüre es. Und ausgerechnet jetzt kommt sowas. Das Problem ist, nach einem Tod wird einem gesagt, dass man danach zweimal hintereinander abspeichern soll an der Station, damit man eben den Tod möglichst überschreibt. Das bedeutet, ich sollte jetzt mindestens einmal abwarten, bis diese Speicherstation wieder verfügbar wird. Aber das möchte ich nicht onscreen machen, deswegen setze ich hier einen Schnitt. Alles klar, leider musste ich die Aliens natürlich wieder mit meinem Flammenwerfer vertreiben, was dafür gesorgt hat, dass ich jetzt natürlich wieder etwas weniger Munition für das gute Stück habe. Aber da das hier sowieso das Ende zu sein scheint, hoffe ich mal, dass das dennoch für die Facehugger ausreicht, die zwischen mir und dem Ausgang noch rumlauern. Okay, Leute. Außerdem habe ich vorsichtshalber meine Spielstände ein weiteres Mal kopiert. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich Angst habe, dass jedes Mal, wenn ich wieder einen Facehugger-Tod aus dem Nichts erlebe, ich dann wieder den vorigen Speicherpunkt laden muss und dort dann wieder die Aliens mit meinem, mit meinem Flammenwerfer vertreiben muss. Und auf diese Weise habe ich immer weniger Öl für diese letzte Passage zur Verfügung und am Ende habe ich gar nichts mehr. Das möchte ich eben nicht. Deswegen habe ich mir noch eine Sicherheitskopie angelegt und ich hoffe, dass das jetzt ausreichen wird für diese letzte Passage. Die würde ich dann allerdings ganz gerne im nächsten Part erst machen, wenn man bedenkt, dass ich ja noch ein bisschen über das Spiel sprechen möchte, nachdem ich es durchgespielt habe und die Credits auch durchlaufen lasse. Von daher würde ich mich jetzt schon verabschieden und das Finale, das Grande Finale von Alien Isolation werden wir dann erst im nächsten Part erleben. Also dann, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zum Finale. Bis dahin. Ciao, ciao.